Politik am Sonntagmorgen hier bei RSA. 4 Abgeordnete des neuen EU-Parlaments kommen aus Schleswig-Holstein. Mit dabei Patrick Breyer, ehemals Pirat im Kieler Landtag, nun politischer Freibeuter in Brüssel. Zwischendurch war er Richter in Kiel. Frage an ihn. Kaum in Brüssel angekommen, servieren Merkel, Macron und Co. gleich Namen und Machtstrukturen à la von der Leyen. Ist man desillusioniert? Im Grunde genommen ist das, was mit Frau von der Leyen passiert, das so, wie es immer gelaufen ist bisher in der EU. Nämlich, dass die Regierungschefs sich im Hinterzimmer zusammensetzen, in der langen Nacht irgendeinen Kuhhandel da aushandeln. Und dass das jetzt so weitergeht, obwohl so viel mehr Leute zur Wahl gegangen sind, obwohl so viel auch versprochen wurde im Vorfeld der Wahl mit Spitzenkandidaten und wir wollen das jetzt anders machen. Also das überrascht mich doch. Wenn ich nur 14 Tage den Namen von der Leyen gesagt hätte, hätten Sie wahrscheinlich gefragt, welche Drogen ich nehme. Frau von der Leyen hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Einfach deswegen, weil sie auch gar keine Erfahrung in dem Bereich hat, nicht qualifiziert ist, nicht schon mal in der EU was gemacht hat. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass nochmal so abgehalfterte Politiker wieder gepusht werden. So war das mit Herrn Juncker so, so ist das früher oft in der EU gewesen. Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Und dass das jetzt mit Frau von der Leyen so weitergehen soll, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das heißt, Sie wählen sie nicht, weil? Frau von der Leyen ist eine Zumutung. Sie ist eine Gefahr für die Bürgerrechte, denn sie will auf dem Weg in den Überwachungsstaat weiter voranschreiten. Wir haben sie diese Woche dazu befragt. Sie steht nicht für Transparenz, sondern umgekehrt für undurchsichtige Deals mit Beratungsfirmen. Sie will auch keinen ausreichenden Klimaschutz machen, sondern sie will selbst hinter den Zielen zurückbleiben, die das Europäische Parlament schon beschlossen hat. Und das waren eben nun mal die großen Themen, auch jetzt hier bei der Europawahl, Klimaschutz, unsere Zukunft. Und sie macht keine Zukunftspolitik, sondern eine Vergangenheitspolitik, ein Weiter-so. Und so ein Europa wollen die Menschen nicht haben. Es gibt Leute, die sagen, und es gibt auch Abgeordnete, die sagen, vielleicht können wir das Ganze noch verschieben. Macht das Sinn, dass das Parlament noch mehr zu sich kommt? Oder sagen Sie, nee, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren, die dealen das untereinander aus? Ich glaube, es würde deswegen Sinn machen, weil ein reines Personalpaket, wo man sozusagen nur über Posten dealt und die Parteien untereinander aufteilen, das bringt das inhaltlich uns nicht voran. Und manchmal ist es entscheidender als die genaue Person, wofür sie steht und welche Politik sie machen will. Deswegen wäre es aus meiner Sicht dringend nötig, und das war eigentlich auch so geplant, dass man mal miteinander spricht und sagt, hier, die Punkte haben wir vor, darauf kann man sich verständigen. Und die Punkte sollen nicht passieren, das wollen wir nicht machen. Und für diese inhaltlichen Verhandlungen ist überhaupt keine Zeit gewesen. Frau von der Leyen hat sich diese Woche überfordert gezeigt bei der Befragung. Hat gesagt, sie hat sich noch gar nicht so genau einarbeiten können, was ja auch so ist. Sie hat ja auch wirklich kaum Ahnung von Europapolitik und die Zeit brauchen wir, um wirklich inhaltlich tragfähige Prioritäten zu vereinbaren. Aus meiner Sicht müsste da zum Beispiel was drinstehen zum Klimaschutz, da müsste was drinstehen, dass es ein Überwachungsmoratorium gibt, keine neuen Überwachungsgesetze. Es müsste was drinstehen zum Thema Migration, das ist auch eine ganz wichtige Frage, Seenotrettung im Mittelmeer zum Beispiel. Und so müssten für alle Politikbereiche wirkliche, echte Veränderungen vereinbart werden. Soweit Patrick Breyer, politischer Pirat und Schleswig-Holsteiner in Brüssel. Fragen wir gleich die Vertreter von CDU und SPD hier aus dem Land, die nun in Brüssel dabei sind. Wie denken Sie über den von der Leyen-Deal? Thema gleich in Politik am Sonntagmorgen hier bei RSA.